Mit Zahlen kann man eine ganze Menge anstellen, nämlich täuschen, sich selbst und vor allem auch andere. Und damit herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Aber bevor wir uns den Zahlen mal widmen, vielleicht eine kurze Bemerkung in eigener Sache. Ich hoffe, dass ich nächste Woche wieder richtig vor die Kamera treten kann, so wie Sie es im alten Format gewohnt sind. Das erfordert ein gewisses Equipment, das dauert, bis das zusammengestellt, abgestimmt ist. Wie gesagt, in der nächsten Woche hoffe ich, dass wir das alte Format wieder hinkriegen und dann in alter Erscheinungsweise ich vor die Kamera treten kann. Aber schauen wir uns mal die kleinen Lügen mit den Zahlen an und oder die Täuschungsmanöver genauer gesagt. Wir hatten ja heute Nacht, hier sehen wir das Trade Deal is over, die Bemerkung von Peter Navarro. Daraufhin die Märkte richtig runtergeknallt, Risikoassets runtergeknallt, dann Kudlow und später auch Trump. Nein, nein, der Deal sei intakt und Booms ging es nach oben. Aber wir wollen uns mal diese Geschichte anschauen. Da kamen nämlich die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone und Booms kam die nächste Welle nach oben. Die Frage ist, warum eigentlich? Denn klar, die Zahlen waren besser als erwartet, aber wenn wir uns das mal anschauen, nämlich hier die Einkaufsmanager-Indizes aus Deutschland, sehen wir hier, wir sind sowohl Gewerbe hier oben als auch Dienstleistung hier unten nach wie vor unter der 50er-Marke. Und Andreas Deno Larsen bringt es auf den Punkt, was die Algorithmen vielleicht nicht so richtig verstanden haben, nämlich, dass ein Wert unter 50 bedeutet, dass der Juni schlechter war als der Mai. Denn es ist die Bezugsgröße immer der Vormonat, mithin also in dem Fall der Mai. Wenn der Juni also unter 50 ist, heißt es, der Juni war schlechter als der Mai. Und das bedeutet, wir haben keine V-Erholung, mindestens nicht in der Konjunktur. Wir haben vielleicht eine V-Erholung an den Aktienmärkten, aber auch diese V-Erholung ist ein bisschen zu hinterfragen. Und da werde ich Ihnen gleich mal Charts zeigen, die belegen, dass es nur einige wenige Aktien sind, die wirklich gut laufen. Die anderen, okay, laufen so ein bisschen mit, aber beileibe nicht so impulsiv wie die großen Tech-Werte. Aber nochmal kurz hier auch zu den Daten aus den USA. Wir hatten heute die Verkäufe neuer Häuser in den USA und ja, die waren besser. Man hat den Vormonat ein bisschen nach unten korrigiert. Erstaunlich, dass die Zahlen aus dem April, und das waren die aus dem Vormonat, so stark nach unten revidiert wurden. Erstaunlich, dass damals im April diese Zahlen positiv gemeldet wurden. Wenn wir uns mal vorstellen, dass im April ja im Prinzip die ganze USA im Lockdown war, trotzdem sollen mehr Häuser gekauft worden sein als im März, wo es praktisch nur einen halben Monat an Lockdown gab. Nicht so richtig glaubhaft, deswegen die Revision nach unten für den Vormonat, aber der jetzige Monat war ganz, ganz toll. Nur das kleine Problem ist, wir sind immer noch ein Drittel unter den Vor-Corona-Zahlen. Also man kann natürlich besser als erwartet reinkommende Zahlen feiern, aber man sollte schon den Gesamtkontext sich eben anschauen und bei den deutschen Einkaufsmanager-Indizes eben auch mal klar sagen, der Juni war schlechter als der Mai. Und im Juni ist ja von Lockdown bis jetzt auf Gütersloh nicht mehr viel zu sehen. Und jetzt kommen wir mal zu den Aktienmärkten. Ist das eine breit gefächerte Rallye? Auch da muss man sagen, eher nicht. Wir sehen hier den Nasdaq, der hier an diese 10-jährige Aufwärtstrendkanallinie läuft. Und wir sehen hier den Equal Weight Index, also wo praktisch jede Aktie in dem Index gleich gewichtet ist und nicht eben die großen Player wie Microsoft, Apple, Konsorten und wie sie alle heißen, übergewichtet sind, eben aufgrund ihrer Marktkapitalisierung. Und hier sehen wir, wir sind weit entfernt von irgendwelchen Allzeithochs. Das ist eine richtige Strecke, die da noch zu machen wäre. Also diese Rallye findet statt, okay, aber sie ist nicht so breit gelagert wie uns die Medien teilweise wahrmachen wollen. Und hier sehen wir zunächst mal den massiven Unterschied zwischen Tech-Stocks. Wir sind 12% positiv im Nasdaq im Jahr 2020, während der Dow Jones immer noch 8,8% in den Miesen ist. Der S&P immerhin 3,5% in den Miesen. Und wir haben hier das Biggest Gap zwischen, also die größte Lücke zwischen dem Nasdaq, dem Dow Jones und dem S&P 500. Hier sehen wir nochmal diesen Aufwärtstrendkanal seit dem Jahr 2009, also mithin seit der Finanzkrise. Hier eine negative Divergenz und hier sehen wir, dass wir an die obere Trendkanallinie angekommen sind. Aber neue All-Time-Highs sind heute wieder zu verzeichnen mit Netflix, Facebook, Amazon, Apple, Microsoft, Nvidia, also die üblichen Verdächtigen, die steigen und steigen, weil deren Zahlen bestimmt so großartig ausfallen werden jetzt im zweiten Quartal, dass man nicht anders kann, als eben diese Aktien zu kaufen. Schauen wir uns hier nochmal dieses Verhältnis an zwischen
Nasdaq 100 und S&P 500, dann sind wir praktisch auf dem höchsten Stand seit ja, der Dotcom-Blase, genauer gesagt. Manches erinnert an die Dotcom-Blase, auch die Euphorie mancher Trader, die sich in Amerika umtun, diese Robin Hooder befeuern, damit die noch mehr Aktien kaufen. Wir sehen hier mal eine Geschichte von Sektordominanz in den USA. Wir hatten im 19. Jahrhundert, frühen 19. Jahrhundert, Finance und Real Estate, also Finanzwerte und Immobilien. Dann zweite Hälfte des 19. Jahrhunderts Transport, dann Energie und Materials und jetzt eben seit im Grunde den 70er Jahren sind wir Information Technology lastig und zwar nicht gerade wenig. Natürlich all das evoziert durch den Anlagenotstand. TINA, there is no alternative, heißt es ja immer wieder, weil die Notenbanken richtig Gas geben. Hier sehen wir mal die Bilanzsummen kumuliert. Hier der großen Notenbanken, Schweizer Nationalbank, Bank of England, Fed, Bank of Japan und eben der EZB. Da sind wir ja fast bei 22 Billionen Dollar. Aber man muss eben auch sagen, wenn wir von dieser Rallye sprechen, muss man eben sehen, dass die Fed derzeit so ein bisschen auf die Bremse tritt. Wir sehen das erste Mal, ich hatte ähnliche Charts schon mal gezeigt, dass wir im Prinzip das erste Mal seit der Corona-Krise jetzt eine Reduktion der Bilanzsumme haben. Nicht viel, aber immerhin doch ein bisschen. Wir sehen hier den Hochpunkt im März, da hat die Fed richtig Gas gegeben, aber seitdem geht es nach unten. Das auf Kosten natürlich des fiskalischen Defizits. Die Regierung in den USA gibt Geld aus, das ist in Deutschland nicht viel anders. Die Fed druckt Geld. Wir wären jetzt wohl bei 24,6% des BIP, also ganz leicht über Maastricht, das ist minus 3%. Und wir sehen, das gab es eigentlich zuletzt im Zweiten Weltkrieg, dass man sich so verschuldet hat. Und gleichzeitig wird von Analysten so aggressiv wie noch nie der S&P 500 hochgestuft. Man hebt also die Kursziele an und das ist ganz anders als im März. Da haben alle die Kursziele gesenkt, als wir auf dem Tief waren. Jetzt werden die Kursziele angehoben. Das macht Sinn und war in der Vergangenheit meistens nicht so ein furchtbar gutes Zeichen, dass die Dinge denn auch wirklich weiter gut laufen. Wir sehen hier mal historisch gesehen, sind 80% der Aktien im höchsten 5% der Bewertung historisch gesehen. Das heißt, zwischen 95 und 100% noch nie so teuer gewesen wie jetzt, aber es ist super günstig, deswegen müssen alle einsteigen. Deswegen raten die Analysten jetzt zum Einstieg. Und wir hatten dann heute als dritten Rallye-Grund, wir hatten zunächst mal das Dementi, ja, Handelskrieg, nein, nein, der Deal mit China, der ist nach wie vor intakt. Und als zweites dann die Einkaufsmanager-Indizes aus der Eurozone. Und da haben wir dann noch Larry Kudlow, der gesagt hat, nein, 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 es wird keinen zweiten Lockdown geben, egal was passiert mit dem Coronavirus. Und dieses Coronavirus wollen wir uns mal anschauen. Da sehen wir hier die glorreichen Vereinigten Staaten mit einer sehr stark ansteigenden Kurve, nur hinter Brasilien liegend noch. Danach folgte Indien, hier unten in Deutschland und selbst United Kingdom. Die Engländer scheinen es jetzt ein bisschen besser im Griff zu haben. Aber Sid Donald meint ernst, was er sagt. Das ist also kein Witz. Man muss sich das immer wieder vergegenwärtigen. Ja, wir testen ja so viel, so unglaublich viel. Die Amerikaner machen in Relation zu den Einwohnern allerdings nicht die meisten Tests, sondern die drittmeisten Tests. Aber sei es drum. Donald Trump sagt, ja, wir sollten einfach weniger testen. Dann haben wir auch weniger Fälle. Das ist natürlich logisch. Das ist genauso logisch wie aus der Sicht eines Kindes, das sich die Hände vors Gesicht hält und dann sagt, ja, dann sieht mich keiner. Und genau das schlägt eigentlich Trump in der Sache vor. Abschließend noch zwei Dinge. Wir haben heute Wirecard, wo wir einfach mal klar konstatieren müssen, nein, 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 es ist kein Einzelfall, dass 1,9 Milliarden Euro fehlen. Das geht fast allen so. Ja, die haben fast 80 Millionen Deutsche haben nachgeguckt auf ihren Konten und haben diese 1,9 Milliarden nicht gefunden. Das ist natürlich jetzt auch irgendwo entlastend. CEO Braun von Wirecard ist ja festgenommen worden gestern Abend, ist jetzt auf Kaution wieder frei. 5 Millionen Euro hat er dafür hinterlegt. Er musste wohl auch ein paar Aktien verkaufen aus Margin Call Gründen und eben um die Kaution hier aufstellen zu können. Und wir sehen, dass Gold auf dem höchsten Stand seit 8 Jahren ist. Die Notenbanken machen es möglich in Relation zum Dollar auf Eurobasis ohnehin schon länger in Sachen in Richtung Allzeithoch unterwegs. Schauen wir uns hier noch mal die glorreiche Wirecard an. 16,88 €, also hier auch ganz klar eine V-Erholung. Es ging runter und dann ging es genauso schnell wieder rauf, nämlich hier und hier.
Also da sehen wir, wie stark sich eine Wirecard auch dann mal erholen kann. Was wir hier sehen, ist der DAX, der schon mal an der 12.600er Marke heute gekratzt hat. Hier das Hoch, das wir schon mal Anfang Juni gesehen hatten. Jetzt kommt er allerdings ein bisschen runter. Was ist da los? Was erlauben DAX? Aber wir haben ja noch den Nasdaq und der ist immens bullisch, meine Damen und Herren. Hier sehen wir neue Allzeithochs. Ich hatte die maßgeblichen Aktien schon gezeigt, die Allzeithochs erreicht haben. Aber wir sehen das Ganze weniger so eindeutig beim Dow Jones und auch beim S&P, alle hier auf Stundenbasis 3146. Also nicht wirklich jetzt so dieses Allzeithochgefühl, das der Nasdaq derzeit irgendwie ausstrahlt. Es ist eine Euphorie, die sich früher oder später rächen wird. Es ist eben nur die Frage, wann. Schauen wir uns Euro-Dollar an. Der ist bei 1,1360, 16, kommt ein bisschen von den Hochs runter. Wir sehen Gold eben auf diesem sehr, sehr hohen Stand oder auf dem höchsten Stand seit 8 Jahren, jetzt ein paar Dollar nach unten gekommen. Und Crude Oil hat heute zwischendurch die ganzen Verluste wieder wettgemacht, die man seit diesem Preiskrieg zwischen den Russen und den Saudis hat verzeichnen müssen. Also, das soll es erstmal gewesen sein. Faktisch machen sich die Märkte etwas vor, wenn sie an diese V-förmige Erholung glauben. Das haben die Daten gezeigt, auch wenn die Märkte nach oben gekauft wurden wegen den Daten. So ist es doch so, dass der Juni schlechter war als der Mai. Und das ist eigentlich eine überraschend negative Erkenntnis, finden Sie nicht? Ich finde ja und wünsche einen wunderbaren Feierabend und sage Ihnen Servus und Ciao. Wie gesagt, hoffentlich nächste Woche wieder mit einer richtigen Kamera und nicht hier so aus diesem Kapuff oder wie manche schreiben, aus dem WC. Ja, aber es ist kein WC, denn WC ist die Abkürzung für Wirecard. Bis dann.